Vierter Spieltag der Regionalliga Bayern. Der SSV Jahren ist wieder mal Gastgeber. Heute ist der erste FC Schweinfurt 05 zu Gast. Mein Name ist Andreas Lautenschlager, neben mir ist der Fabian Reit. Fabian, grüß dich. Hallo. Aber das waren schon gute Ansätze. Jetzt kommt Odabas rausgespielt auf George. Wir sind schon wieder auf Höhe des Strafraums. George mit der Flanke rein. Ja, und Zierheis mit der nächsten Gelegenheit. Schade. Da kommt die Flanke von George Zierheis im Flug. Artistisch versucht er noch an den Ball zu kommen. Ja. Aber da ist wohl ein Schweinfurter vor ihm dran gewesen. Deshalb gibt es jetzt die zweite Ecke des Spiels. Aber sehr gute Flanke auch von George. Ja. Also vielleicht beim nächsten Mal klappt. Der ist ja eh noch ein bisschen in der Bringschuld. Die ersten Spiele nicht so aufgefallen. Gegen Unterachingen dann auch erstmal aus der Startelf gefallen. Heute soll er sich und darf er sich beweisen. Und jetzt kommt die Flanke reingetreten von Pusch. Und ja! Ja! Der Kapitän sich selbst macht es. Paljonis. Super, wieder nach einer Standardsituation die Flanke reingeräten. Paljonis am 5-Meter-Raum Mutterseelen allein, muss man sagen. Ja. Und dann köpft er ihn abgezockt ins Eck. Wunderbar. Ja. Und Odabas kann er den Ball nicht verhalten, verliert ihn kurz vor der Strafraumkante. Und Schweinfurt kommt jetzt auch zum ersten Torschuss. Tut es jetzt auch Marvin Knoll. Versucht dann den weiten Ball auf Jan Scholz und der holt sich den Ball auch. Ist jetzt schon fast an der Grundlinie, flankt rein. Und der ist. Uwe Hesse aus ähnlicher Position wie Unterhachingen. Unterhachingen hat er da getroffen. Aber diesmal semmelt er den Ball übers Tor. Aber schöne Flanke von Jan Scholz. Also das ist die rechte, auf der rechten Außenbahn letztendlich. Wie gesagt, sicherlich so 40 Meter. Knoll bringt den Ball Richtung Tor direkt. Ja, wer darf dieses Mal ran? Paljonis steht da bereit. Knoll wieder. Vielleicht versucht das ja wieder recht gerne direkt. Und Paljonis haut ihn da drauf. Ja! So eine Aktion und Odabas, allerdings Odabas geht jetzt gut rein, findet da Paljonis fällt rein. Und jetzt muss der Schuss kommen und der Kasten! Nein, das und auch im Nachschuss geht der Ball wieder drüber. Hör doch auf, also das gibt's nicht. Jetzt haben sie echt Katz und Maus mit ihnen gespielt da hinten. Pusch kann sich den Ball am Elfmeterpunkt zurechtlegen, hat wirklich gefühlt eine halbe Stunde Zeit, den Ball einfach ins Tor zu schießen und dann schießt er ihn an den Innenposten. Ja, aber den kann Paljonis da gut wegköpfen und ist jetzt auch schon wieder am Ball. Der Schiedsrichter lässt aber Vorteil laufen. Jan Scholz jetzt am Ball zentral in der Hälfte der Schweinfurter und der Ball kommt jetzt auf links zu Hofrat. Hallo! Das war ein Foul, aber der Schiedsrichter lässt da gut Vorteil laufen. Hofrat jetzt im Strafraum. Versucht ja! Was für eine Aktion! Jan Scholz wird gefoult in der Hälfte der Schweinfurter. Irgendwie kommt der Ball aber noch zu Hofrat. Der zieht dann rein mit einem Sololauf von 30 Metern und schiebt den Ball rechts am Torwart vorbei, quer einmal durch den Strafraum. Schönes Ding! Schweinfurt spielt hier in Grün und kommt jetzt gerade über die rechte Seite, versucht aus der Zeitenreihe abzuziehen. Oh. Und das war auch die erste wirkliche Gelegenheit. Und der Einwurf kommt zentral in den Strafraum. Da ist noch kein Handspieler dazwischen. Schuss aus der Zeitenreihe. Pentke muss da runter, fängt den Ball aber, lenkt den gut zur Ecke. Jetzt gibt es die zweite Ecke für die Schweinfurter. Schauen wir mal. Wird auf jeden Fall in den Strafraum getreten. Achtung, Hesse köpft ihn raus. Gut. Ja. So, jetzt Knoll. Knoll, ja, den müsst ihr rüberspielen. Ja, das super Ball auf Jan George. Der marschiert mit großen Schritten in Richtung gegnerischen Strafraum. Jan George ist am Strafraum. Jetzt muss er was machen. Ja, da kommt Hesse von hinten. Uwe Hesse kann den Ball nicht richtig stoppen. Schade. Zweiter Ball jetzt bei Zierheis. Philipp Zierheis bleibt auch hängen. Ah, das war jetzt ganz unsauber zu Ende gespielt, das Ganze. Schade. Jetzt auf geht's. Jetzt will man ausschwärmen. Jan George über die Außenbahn kommt Tiefenbrunner. Ja, und da ist Hein, Olli Hein. Das gibt Elfmeter, das muss ich geben. Ja, es gibt ihn. Olli Hein wird da allein vorm Tor, vom Torwart gefällt. Das gibt jetzt wohl auch Rot, oder? Ja, rote Karte für den Torhüter. Ja, er ist da. Er nimmt ihm die klare Torschuss, legt ihn im Strafraum. Das ist halt jetzt wieder diese Regelauslegung, die es halt einfach so gibt. Und da muss der Schiedsrichter auch so machen. Also wie in Unterhaching, Oliver Hein wird da gefoult. Dieses Mal nicht ganz so brutal, aber auf eine Art und Weise, wo ich sage, ja gut, er geht am Torwart vorbei. Das ist eigentlich ein sicheres Tor. Er hat sich dann, glaube ich, auch ein bisschen drüber geärgert. Er hätte dieses Tor gerne geschossen, so wie ich das gesehen habe.
Und das ist natürlich der ideale Einstieg für ein Tor, wo ich da erstmal den Elfmeter halten, aber ja. Gut. Das Marvin Knoll möchte jetzt hier Sammy ihn rein, Junge. Eintragen und macht ja. Ihn! Jawohl, der 3-0! 3-0, sehr gut! Also, 77. Minute, das Spiel hier ist entschieden, das Ding ist durch, da lege ich mir jetzt mal fest, 3-0 für den Jan, wir haben einen Mann mehr jetzt auf dem Feld. Sehr schön, sehr schön. Ja, also ich glaube auch, das Spiel dürfte gelaufen sein, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass da nochmal was anbrennt. Ja, Tiefenbrunner jetzt. Im Zusammenspiel mit Hein, jetzt kann der völlig frei flanken. Der Schweinfurter hat keinen Bock mehr anzugreifen. Sieht man auch selten. Aber Hein, das war jetzt zu wenig. Denn da konnte er wirklich völlig unbedrängt flanken, nachdem Tom Jeckel einfach abgebunken hat und nicht mehr hingegangen ist. Der hat jetzt einfach keinen Bock mehr offenbar. Und ja, aber Hein flankt einfach auf die andere Seite rüber ins Aus. Ja, Riesenbock jetzt da hinten von den Schweinfurtern. Können sie noch klären. Da hat einer der Fallrückzieher zum Einwurf. Ja. Also verrückte Dinger jetzt. Die sind ein bisschen genervt, habe ich so den Eindruck. Ja, wir wissen auch, wir haben jetzt hier noch 5 Minuten zu spielen, 7 Minuten mit Nachspielzeit. Wir liegen 3-0 hinten am Einmann, weniger am Mann. Ja, am Tor. Muss den nächsten und jetzt Elfer gibt's den nächsten Elfer. Wieder Oliver Hein, das gibt's da nicht. Der Capitano macht ihn, flach ins Eck. So schießt man den Elfmeter, so und nicht anders. Ja, aber das hat er ja schon nach dem Spiel gegen Augsburg, hat er ja schon gemeint. Das war nicht seine Aktion, dieser macht das richtig flach. Den Torwart verladen in die rechte Ecke. Ja. 4-0. Ja, die Frage ist, ob noch eins fällt oder nicht. Ansonsten wird da nichts anbrennen. Das ist richtig. Also wieder fast 7000 Zuschauer. Natürlich sind das weniger als beim Eröffnungsspiel. Wow! Ja, leck mich der doch! Der fällt das 5-0! Der haut das Ding da ansatzlos in die Maschen. Also das war ja mitten ins Dreieck. Ich konnte es jetzt nicht mal ansatzweise kommentieren, weil mich das jetzt vollkommen überrascht hat. Ja. Und ich glaube, damit hat er auch diesen bemitleidenswerten Torhüter überrascht. Der hat auch nicht damit gerechnet, dass der ihm jetzt so ein Ding in den Winkel setzt. Das war aus 30 Metern links einmal drauf gebumst und der Ball schlägt unter der Latte ein. Der Torwart überrascht. Ja, also jetzt wird es hier doch noch ein Spektakel. Und wenn hier der Torschütze noch durchgesagt wird vom Stadionsprecher, hat der Schiedsrichter ein Einsehen und Mitleid, glaube ich, auch mit den Schweinfurtern. Er pfeift das Spiel äußerst pünktlich ab. Wir bedanken uns auf jeden Fall für euer Einschalten. Wir hoffen, ihr bleibt im Turmfunk treu. Wir hoffen aber auch, ihr bleibt im Jahr treu. Im ersten Spiel fast 8000 Zuschauer, im zweiten Heimspiel fast 7000. So kann es weitergehen. Die Mannschaft hat es verdient, das Stadion hat es verdient. Und ich hoffe, wir sehen uns und hören uns beim nächsten Heimspiel wieder. Beziehungsweise beim nächsten Auswärtsspiel. Richtig, zuerst beim Auswärtsspiel, hast du recht. Nächsten Samstag in, ich weiß gar nicht, gegen Augsburg wen. Augsburg ist es, glaube ich. Wir fahren nach Augsburg zur zweiten Mannschaft ins Rosenau-Stadion. Und auch da begleitet die Mannschaft. Wenn ihr keine Zeit habt, dann schaltet zumindest in Turmburg ein. Unsere Kollegen sind definitiv für euch wieder mit dabei. Und dann sagen wir, wie gesagt, herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Servus. Servus, bitte.